Oh, tschüss. Aber es war eine männliche Stimme. Was? Das war eine männliche Stimme. Hey, die Idioten! Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Phosmophoria. Habt ihr das richtig ausgesprochen? Phosmophoria? Ich hoffe schon. Phosmophobia. Ja, ich hoffe schon. Phosmophobia, genau, ja. Und mit dabei sind wieder Gotax, Crimes und Dragon. Hallo. 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 Salü. Ja, und ihr seht auch die Sicht bei Gotax auf seinem Kanal, wie Hallo. Er das, sag ich mal, alles so sieht. Und ihr Hallo. Bei Moon. Genau. Ja. Nee, was haben ohne wir Witz, für das Aufgaben? Ist lila. Der ist wirklich lila. Also Ziel 1, entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Ziel 2, reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Ziel 3, machen Sie ein Foto vom Geist. Ziel 4, finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Halt die Klappe da hinten. Und ich habe für Sie weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Betty Garcia. Ja, was macht ihr denn da für einen Scheiß? Auch dieses ganze Gelache. Ja, Entschuldigung, aber hier mit seinem Stäbchen rum und dann. Ja, wenn ihr. Mann, dann sucht euch ein Zimmer, wenn ihr euch irgendwas da. Ne, Mann. So, ich mach jetzt die Tür auf. Ihr mit eurem Stäbchen immer. Was ist das überhaupt für ein Ding? Das ist ein Knicklicht. Das ist ein Knicklicht. Hat jemand einen Schlüssel? Taschenlampen da. Nee. Hat jemand den Schlüssel? Hat jemand einen Schlüssel? Habt jemand den Schlüssel? Den Schlüssel. Hallo. Hallo Hildegard. Nee, wie ist man noch? Ist hier jemand? Okay. Gracia. Gracia, ich hab keine Ahnung, wie er heißt. Kriegt der Fernseher nicht an. Hallo. Ich glaub, das nennt sich Garcia. Garcia. Ich hab mal Licht angemacht. Wo sind Sie? Toll. Garcia. Garcia. Du musst es mit R mal richtig. Garcia. Garcia. Ich hab es als Betty Garcia. Betty. Gracias. Betty. Garcia. Was ist denn mit der Waschmaschine passiert? Una cerveza, por favor. Gracias. Betty. Also EMF-mäßig sieht hier einfach noch alles ruhig aus. Temperatur, was habt ihr? Ich sehe hier nichts mehr. Wie sieht's aber bei euch aus? EMF sieht normal aus? Ich habe noch nichts Ungewöhnliches gefunden. Genauso? Kannst du mal auf. Emma, wer hat mir gerade mein Ding hier ausgeschaltet? Das fand ich nicht nett. Betty, weiß ja nicht, wie ich nach oben komme. Ich verlaufe mich hier ständig, weil das so dunkel ist. Ich weiß nicht, ob es einen oben gibt. Betty? Betty? Irgendwo in den Keller. Ja, hier unten. Betty? Betty? Sag mal, gibt's einen Weg nach oben? Betty? Ja. Betty? Ja, gib es. Ich bin oben. Jo, hab's gefunden. Betty? Immer eine starke Taschenlampe hinterher hier. Hier ist ein Rechner mit dem Teddy. Oh, hier zockt jemand. Betty? Ja, geil. Geil, wir können jetzt Play aufnehmen. Im Kinderzimmer habe ich einen EMF-Ausschlag von 3. Ja, das kann sein. Ich hatte irgendwo auch etwas 10 Grad, aber keine. Nicht kalt genug. Ich komme hier nicht mehr aus dem Keller raus, weil ich den Weg nicht mehr finde. So, keine Taschenlampe. Oh. Immer links rum. Irgendwann kommst du raus. Komm mich gleich holen. Okay. Oh nein. Nee, hier im Badezimmer. Guck mal ins Badezimmer. Marcel, mit dem EMF. Ja, Moment. Ich bin kurz im Keller. Eindeutig. 7 Grad. Moon. 8 Grad. Hier. Ja. Okay. Ja. Danke. Alles gut. Oh nein. Hast du keine Taschenlampe bei? Keine Ahnung. Irgendwie. Guck mal, Tee. Hab ich keine. Ich komm hoch. Ja, wo denn? Hier passiert nichts. Geradezu. Nö, nix. Betty. Betty Garcia.
Weil in dem Raum habe ich halt, kalt. Genau, und ich hatte... Und ich hatte EMF in dem Kinderzimmer nebenan. Oh, wartet mal, Betty? Total. Und hier, wo die Holzdinger sind? Oder kommen wir mal zurück? Moment, ich gehe kurz die Räume nochmal ab, aber ich sehe nichts. Was denn? Was denn? Betty? Guck mal. Was? Vielleicht, komm mal hier mit in den Raum. Nee, definitiv. Hier ist es. Und geh mal da in das Badezimmer. Oh ja, hier ist. Hier ist auch noch ein Badezimmer. Ja, ist das andere Badezimmer. Hier, da rechts. Aber da auch nur deine Ecke. Aber auch nur in deine Ecke, du Leute. Bist du hier? Hier ist halt viel zu warm drin. Ne, hier. Hier ist Ausschlag. Gesehen. Ja, hier ist Ausschlag drin, ja, in dem Badezimmer. Ja, sag ich doch. Aber? Ja, okay. Komm mal raus. Ich hab mal eben, Habt ihr die Kamera reingebaut? Ja, eben. Die Kamera ist drin. Das wollte ich gerade gucken gehen. Und das Buch ist auch drin. Fingerabdrücke haben wir. Wir haben Fingerabdrücke auf der Tür. Jo. Bist du hier? Fingerabdrücke. Oh Gott, hier ist irgendwas. Was? Also Geisterbox auch, ja? Mit mir ist irgendwas gesprochen. Was kam denn als Antwort? Mit Freud. Hier ist eine. Ja, wo Freud. Könnt ihr mal die Tür zumachen? Ja. Das Licht hat auch gerade angefangen zu flackern. Hallo? Oder kannst du mir die Kamera mit dem Stativ in die andere Ecke stellen? Irgendjemand? Ja, Mond Hallo. Ist drin. Also, wir haben und drei Optionen. Hand. Dafür darf nichts in der Hand halten, um das Stativ aufzuheben. Hallo? Wie alt sind Sie? Achso, Schatz, Zufall. 9. 8. Ey, hört auf! 7. Hey, das ist nicht witzig! Arsch! Betty? EMF ist bei 2. Wie sieht es raus mit der Aktivität aus? Betty, bist du hier? Können wir es? Sorry, 1. Okay. Ich dachte, wir tot. Betty, bist du hier? Ist die Kamera schon? Steht die anders oder soll ich die nur rumstellen? Ah, wer ist denn das hier? Ich wollte mal ins Buch gucken. Kamera ist immer noch in derselben Ecke. Ich habe auch bis jetzt nirgendwo einen Geisterort gesehen. Du darfst nichts in der Hand halten, um das Stativ aufzuheben. Jo, hab ich. Leuchte mir mal hier hin. Irgendwo. Andere Ecke. Wo kann man... Mach mal Licht an! Oh, wer hat das Licht angemacht? Sorry. Okay, ich stehe jetzt hier in der Ecke. Mach mal aus. Ja, willst du die nicht hinstellen? Ich kann sie nicht hinstellen. Wasser läuft ja voll der Waschbecken. Betty, bist du hier? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wenn die geantwortet hat, ist so in Ordnung. Nervt er nicht weiter. Einfach fallen lassen. Kann ich nicht. Einfach wechseln, genau. Also. Ich geh mal gucken. Die Tür ist zu. Mehr als Hallo kann er nicht sprechen. Leute, die Tür ist zu. Nein, die geht auf. Okay, ich geh mal zum Auto. Hochlassen? Ich geh mal zum Auto und guck mal, ob ich was sehe. Oh ja, ist ja noch ganz gechillt. Das ist ein Held da drin. Aktivität von 1. Das ist ein Held drin. Ich hab eine Räucherbombe gelegt. Und das macht genau was? Mach das Licht aus.
Ist im Badezimmer Licht an? Nö. Okay, weil zu hell da drin ist. Wahrscheinlich die Tür, weil die Tür offen ist. Ist das Moon gerade alleine drin? Das war das Flurlicht. Ich hab's angemacht. Ausgemacht, so rum. Alles klar, danke. Nee, ist immer noch sehr hell. Aber ist auch kein Orb zu sehen. Nee, ich seh aber auch kein Orb. Also ich hab die Tür zugemacht. Ja, ist kein Orb zu sehen bis jetzt. Ist hier gerade jemand im Haus? Ja, Radun. Ist gerade jemand Treppe hochgegangen? Ja. Okay, gut. Ich hab mich irgendwie versteckt. Wenn... Schlimm wird's erst, wenn ich Tasche... Aktivität ist Woche 1, alles gut. Warum hast du keine? Ja, weiß ich nicht, ich hab keine mitgenommen. Dann hier liegt doch noch eine. Habt mal eine Temperatur gemessen gehabt? Es geht hoch auf 3. Minus gerade, oder? Nee. Ich hab sicher... Bis... Ja, wenn, wenn du Minus gerade hattest, dann haben wir alle 3 Beweise. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir haben auf 4. Aktivität ist auf 4. Geht wieder runter auf 1. Ja, jetzt ist schön dunkel geworden im Dings drin. Jetzt kann man richtig schön erkennen in dem Badezimmer. Moon? Moon? Sie lebt auf jeden Fall noch. Sie lebt noch. Ja, ich lebe noch, alles gut. Okay. Ja, wir haben kein Orb. Nee. Nee. Aber soll ich nochmal mit der Temperatur reingehen? Das Buch hat da auch noch nicht reingekritzelt. Ich geh nochmal hin, Leute. Vielleicht sollte noch mal einer mit der Taschenlampe, nicht Taschenlampe, mit dem Fotoapparat mitkommen. Da ist ja einer mit dem Fotoapparat, ja, einmal ganz gut. Ja, ich gehe, aber ich gehe schon mal rein. Ich will eben gucken. Geistorb, also nicht Gespenst. Hallo. Oder die ist noch nicht aggressiv genug fürs Buch. Eine, und, hier liegt ein Knochen auf der Treppe. Ich heb den auf. Hab ich. Okay, ich habe ein EMF von 3, Leute. Ich höre sonst nichts euch. Kommst du mal nicht aus dem scheiß Raum da rausgeschlichen mit der Hand zuerst? Alter. Ich fand das so gut. Ich hab mich hier versteckt. Was sagen die Temperaturen? Ja, 17, 6, 4, 6. Ne. Ja. Also, ich kann normal reden. Wie... Ach... Mrs. Garcia? Garcia, Mrs. Senora? Bella? Nein. Wie heißt sie nochmal? Namen auch vergessen. Namensproblem. Okay, wir haben EMF immer noch weiterhin von 3. Bleibt mal einer draußen und guckt, wie die Aktivität draußen aussieht. 5. Ah, hier ein Fotoapparat. Ich kann's nicht. Einer von euch beiden draußen. Wir haben eine Aktivität von 4. Oh. 4 ist nicht 5. Na, danke. Hast du die Tür zugemacht? Nein. Komm mal hier vor die Tür. Aktivität ist gerade bei 5. Ja. Betty? Betty. 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 Betty Garcia. Betty. Betty, mach mal Putt. Aktivität bei 6. Betty. Betty, sag mal, kannst du das Ding hier auf 5 bringen? Betty. Betty mag Spaghetti. Betty. Toll. Wo bist du? Da sind noch mal Fettflecken drin in dem Buch. Meinst du, sie hat irgendwie fettige Finger gehabt?
Betty, du musst dir auch die Hände waschen. Wie alt bist du? Hast du das Ding an? Ja. Weil es so leise ist. Mia, Betty Gassier. Wie alt bist du? Betty. Betty, mach mal dein Moped hier auf 5. Sie hat... Oh, bei 9, bei 9. Komm mal lieber aus dem Raum da raus, stell ich mal lieber hier in den, so das, vor der Tür, neben der Tür falls. Weil wenn dich da drin tötet, kann ich auch keinen Fuß machen. Mach das Licht die aus. Betty, alle sind die Bettys hier. Wer hat Licht an? Mach das Licht aus. Du hast das Licht an. Ich hab das Licht nicht an. Die Taschenlampe hast du an. Ich hab ein Licht an. Komm es jetzt an. Bei 0. Also sie hat irgendwas gesagt, als ich gefragt habe, wie alt sie ist. Das war irgendwas mit 8. Schon wieder. Oh, tschüss. Aber es war eine männliche Stimme. Was? Das war eine männliche Stimme. Stimmt, die Idioten! Bei 10, Leute. Immer noch. Ist bei 0. Ist bei 0. Ich weiß, da ist jemand gestorben. Ja, es war Moon. Mal wieder. Nein. Ich hab nur noch die Taschenlampe flackern gesehen. Wie sie abstützt. Das Problem ist, ich bin zu schnell im Schrank, glaub ich, gegangen. Nicht dein Ernst. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ein Foto machen, weil ich war direkt um die Ecke und ich habe kein Fotoapparat gehabt. Ich stand hier nur direkt um die Ecke, ich war hier. Hast du sie gesehen, oder was? Nee, konnte ich ja nicht, war ja alles dunkel. Aber ich hätte die sehen können, wenn ich ein Foto gemacht hätte. Ich stand direkt hier. Na toll, was machen wir jetzt? Aktivität? Moon ist tot. Also die Aktivität ist wieder bei 0. Wissen wir. Ah, oh, da blubbert schon wieder jemand. Alter, gib mir Unzucht, Betty. Kannst du nicht hier hingehen und hier ein Foto machen, irgendwie dich dann hier um die Ecke verstecken, dann hast du ja immer noch. Falls sie. Fahr mal ganz kurz auf 1, aber wieder auf 0. Sollen wir sie nochmal provozieren? Ja, die raucht doch gerade ihre Chill-Wasserpfeife, das passt schon. Ah, scheiße! Sollen wir sie nochmal provozieren? Willst du Fotoapparat nehmen? Dann ja, was willst du nehmen? Den Fluchtinstinkt, der reicht mir. Ich kann es aber nicht mitnehmen. Ja, dann gib mir irgendwas. Ja. Warte, komm mal einfach hier, da. Ein erleuchteter Ding? Wo hast du das hingeschmissen? Direkt vor dir. Direkt da, genau. Ja, aber da bringt mir nichts. Ich kann es nicht sehen. Mensch, steigt gerade auf 2. Alles gut, ich hab's hingelegt. Okay, also. Okay, ja. Ist auf 1 runter. Ich hab mit deinem Mann geschlafen. Aber nur er. Ach, die war 8, ne? Ja. Die war 8. Ja. Betty war 8. Ich glaub schon. Betty, Spaghetti, mach die Tür auch, Eddie. Betty. Garcia. Fräulein Garcia, geh auf den Zimmer und räum auf, sonst kriegst du Spumares. Geht auf 4 hoch. Oh Gott. Ich schwör dir, Spumares. 3 Wochen, Betty. 3 Wochen Stubenarrest, Betty. Und kein Freund kommt hier rein zum Spielen für dich, Betty. Gerade ist ja gesunken. Gibt Ärger. Ja, hat sie wohl kein Problem mit. Hat wohl keine Freunde. Jetzt wieder bei 0. Betty Garcia, komm mal raus. Betty, geh dir mal schön die Finger. Schminken ist nicht mehr Betty Garcia.
Also Betty Garcia, ne? Ja, Tür zumachen ist nicht. Sechs. Das gibt Ärger. Betty Garcia, wenn du die Tür zumachst. Ne, die war Betty Garcia. Ich hab mal irgendwas gesehen. Gesehen? Wie gesehen? Weiß nicht, ich hab gesagt, ich hätte irgendwas hinter mir gesehen. War gut. Betty. Meine Tür. Die mag deine Tür nicht, ey. Hinter mir. Hab Foto, go. Die macht einen auf Platz gerade. Die war hinter mir gewesen. Und ich hab einfach mal Musik hinter mir gehört. Ich hab nur nachher das Quatsch. Gehört. Habt ihr? Also, ja, aber uns fehlt noch ein Hinweis. Also, dein Geistfoto ist echt unter aller Sau. Hä? Es steht zwar Geist, aber... Ja, wieso? Man kann ihn doch richtig kennen. Nicht. Froh. Wie hinter dem Bettpfosten da? Meinst du, die an der Leiter? Das wie an der Leiter? Direkt hinter dem Bettpfosten. Man kann genau sehen, wie der steht. Das Foto mit dem Finger abdrücken. Fingerabdrücke? Was? Fingerabdrücke-Foto? Ja, sehe ich eindeutig die Fingerabdrücke, wer sieht nicht? Ja, und der tote Körper ist auch gut, der da oben, hä? Ich sehe auf dem Foto nichts. Nee. Auf dem, wo Geist steht, das... Hä? Ich sehe da einen richtigen Geist drauf. Ja, das ist halt lokal, das sind alles, wenn alle etwas nass. Ach so. Ja, also, dann haben wir jetzt? Aber ein Spirit, ein Gespenst oder ein Poltergeist? Also, für einen Poltergeist fehlt der Geistorb. Für Gespenst fehlt. Wir haben Fingerabdrücke, ne? Mhm. Geisterbox, die hat geantwortet auch, oder? Ja, Fingerabdrücke, ja, Geisterbox haben wir. Die Gefrier fehlt uns schon. Gefriertemperatur. Und beim anderen fehlt uns das Geisterbuch. Beim. Ja, mein Geisterbuch. Sollen wir jetzt nochmal gucken, ob der Geisterbuch reingeskritzelt wurde? Ich glaube, ihr beide solltet reingehen müssen, oder? Der mit der 61, ne? Ja, viel Spaß, ne? warte. Hm? Nimm meine Taschenlampe. Ich muss mal gucken, ob da reingekritzelt wurde. Die ist ein bisschen heller. Warte. Nimm das Ding noch mit. Um zu gucken, wegen Temperatur, dann kann man vielleicht noch jemand bekommen. Und das EMF-Ding. Schmeiß mir ein EMF-Ding nochmal hin. Gucken wir uns das noch. Das EMF ist egal, das steht gar nicht mehr. Das kommt gar nicht drin vor in denen. Ach so. Ach so, und warte, lass mich dich eben anfeuern. Na super. Oh yeah, danke. Okay, dann gucken wir nach Temperatur und nach dem Geisterbuch. Wir gucken hier rein und sagen, ob es in Ordnung ist. Nicht sterben. Ganz wichtig. Also Orb ist auf keinen Fall. Den haben wir Orb sehen wir nicht. Wo kommt der schon an? Höchstens die Kamera vielleicht noch in die Türe stellen. Okay, wir haben momentan Aktivität bei 0. Ich gebe die Aktivitäten durch. Ins Buch wurde nichts geschrieben. Buch nicht. Temperatur? Es muss Temperatur sein. Temperatur ist bei 10. Kannst du die Kamera so hinstellen, dass man die Tür sieht von dem Klo? Oder in die Tür. Also momentan ist alles gut, ist alles bei 0. Du hast das Stativ vergessen. Nix in der Hand und dann unten das Stativ unten fassen. Das nix in der Hand halten. Sauber. Nee. Aktivität geht auf 3. 10! Ruhe! 10! Aktivität bei 10. Nix machen. Orb. Jetzt haben wir Orb gehabt? Der ist tot, oder? War ein Orb. Fällt gerade die Kamera runter? Der ist tot. Ja, ich glaube schon. Die Kamera ist gerade die Treppe runtergefallen. Ich habe einen Orb gesehen. Das ist ein Beweis. Ja, wir haben einen Poltergeist. Im Flur war der scheiß Orb. Im Flur? Er war auch nicht das Klo gewesen dann. Dann war halt der Flur. Irgendwie schon. Im Klo war ja kalt. Im Flur nicht. Ich geh mal ganz kurz gucken, aber... Hast du die Kamera? Ein Poltergeist. Welche Kamera? Ja, schon gut. Du hast sie.
Wir haben Fotos, wir haben alles, im Grunde haben wir alles. Im Grunde haben wir alles? Ja, Moment. Wo wir jetzt die Kamera hinstellen? Alter. Glaubt sie nicht mit Mob. Ja doch, aber ich wollte nur mal ganz kurz gucken, wie der jetzt hier hängt und wie die Kamera dahinter noch runtergefallen ist. Alter. Mensch, da habe ich den extra angefeuert doch. Ja. Ich habe ein Foto noch gemacht, damit wir zumindest einen Beweis haben. Da kriegen wir mehr von der Versicherung. Na Mann. Moon ist, glaube ich, bis jetzt jede Runde gestorben. Ragun fast jede. Du noch gar nicht? Nee, ich noch gar nicht. Ja gut, ich habe einmal provoziert. Ich hab Poltergeist drin. Okay. Das war lustig, aus wie die Kamera liegt. Ja. Welcome back. Welcome back. Poltergeist. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Es war ein Kind. Ich wusste es. Es war schon wieder ein Kind. Immer diese Kinder. Furchtbar. Ja, immer also, ein Horrorspiel. Ist. Hm? Ja, sie hat ja gesagt, sie ist irgendwie 8 gewesen oder so. Hier kann man mal die Fotos ja, sehen. Irgendwas mach mal. Mit 8. Könnt ihr hier drauf den Geist nicht sehen? Da steht er doch. Ich hab. Nee, du hängst so den Kopf in der Wand. Ich hab einen Screenshot gemacht gehabt, sogar von dem Geist. Nee, also ich das hier gar nicht. Mit den Fingerabdrücken, ne? Das finde ich am besten. Ich seh da Mondheim aufliegen. Ja, eben. Und die Fingerabdrücke siehst du denn nicht? Ja. Wo ist denn das? Wo? Ach! Stativ! Hat er den Geist nicht bekommen, als du die Treppe runtergehen wolltest? Ja, das ist bei dir woanders. Ja. Ah. Ich hab mich versteckt gehabt, ich hatte alles aus, war leise. Ja, und trotzdem hat er mich gekillt. Ich hab. Ich versteckt direkt vor der Tür, wo der aktiv rauskommt. Super versteckt. Lass mich! Mann, es war dunkel! Aber hat Spaß gemacht. Wir waren ja, viele und wir waren wieder gemacht. Sehr erfolgreich. Okay, zwei sind gestorben, ja. Aber okay, wir waren erfolgreich. Ich hab mich geopfert für die Wissenschaft. Zwei ist unser Durchschnitt, oder? Wissenschaft. Zwei Tote, aber jedes Mal. Wissenschaft, aber jedes Mal haben wir es geschafft. Ja. Genau, weil die Wissen es schafft. Weil das Wissen es schafft. Genau. Oh, ich kann nicht mehr sprechen. Ja, war doch deine Folge. Vielleicht sollten wir mal dran denken, ach, ja, ist mir jetzt gerade mal aufgefallen, dass auch wenn man tot ist, die Beweise reinhaut und den Geist ermittelt, weil ich habe nämlich jetzt 95 Dollar, kriegst du trotzdem Kohle, scheinbar. Ah. Ja, bekommt man also auch, wenn man aber nicht so ja, das viel. Wusste ich vorher nicht. Ja, wusste ich vorher nicht. Ah, okay. Okay, aber dann würde ich einmal die Aufnahme hier, ja, so einen kleinen Cut machen und wahrscheinlich werden wir noch eine Runde spielen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann könnt ihr einfach einen kleinen Kommentar da lassen, vielleicht ein Like. Und wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, weitere Folgen nicht verpassen wollt, dann könnt ihr einfach Abo klicken, Glocke und dann seid ihr immer am Start, wenn es ein neues Video gibt. Was machen Sie da? Ne? Tschüss. 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 Oh gut. Oh je.